Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von leimenlokal.de, ich grüße Sie sehr herzlich. Wir Deutsche haben viele Sitten, Bräuche, Gesetze. Wir tun vieles, weil es schon auf dem Papier steht. Wir haben für jedes und etwas Gesetz, Regel. Man sollte doch das machen. An der Ampel stehe ich und ich weiß, dass kein Auto links oder rechts, vorne oder hinten fährt. Aber weil Ampel rot ist, bleibe ich stehen. Ein Franzose oder ein Inder wird wahrscheinlich anders denken. Aber es ist gut, es ist richtig, dass wir an Ampel stehen, damit wir vieles vermeiden können, was eventuell passieren könnte. So gibt es in unserem Leben sehr viele Vorschriften und Gesetze. Das Volk Israel hatte ein Paket bekommen, ein Gebotspaket, nämlich 10 Gebote. Die 10 Gebote sollte man einhalten, damit man richtig lebt. Als Jesus kam, spricht er etwas anderes. Weil die Menschen die Gebote einfach so gehalten hatten, ohne den Sinn davon verstanden haben, war es für Jesus wichtig, dass sie doch bedenken. Die Gebote und Gesetze sind gut. Zum Beispiel war ein Gesetz, dass man am Schabbat nichts isst oder nicht so einfach von den Feldern holt. Aber was machen die Jünger von Jesus? Sie greifen einfach zu von den Ähren, von den Kornfeldern, als sie mit Jesus liefen. Und da waren die Pharisäer sehr enttäuscht, dass ausgerechnet die Jünger von diesem Rabbi den Schabbat bricht oder brechen. Und deshalb machen sie Vorwürfe und Jesus greift dieses Problem und er sagt, nicht was von außen kommt, macht jemand unrein oder kaputt, sondern was aus dem Herzen kommt. Und Jesus sagt, auch wenn man, oder ich würde schon in den Mund Jesu legen, auch wenn man zwei Wochen nicht sich geduscht hat, macht jemand unrein, sondern was aus dem Herzen kommt, aus dem Inneren kommt. Und was sind die Sachen, die aus dem Inneren kommen und einen kaputt machen oder unrein machen? Die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. Wenn wir allein diese Sachen wirklich bedenken und betrachten, dann können wir Jesus zustimmen, ja, wenn man zum Beispiel nur mit Unvernunft sehr besessen ist, dann macht das schon einen unrein. Oder wenn jemand Habgier hat, und dann wird er vieles kaputt machen. Also, das sind so viele Sachen, die aus dem Inneren kommen und die einen, mich und sie, kaputt machen können. Ein wunderbarer Gedanke von Jesus. Ein reines Herz ist vielleicht wichtiger. Ein reines Herz wird mir Leben schenken. Ein reines Herz wird mir Freiheit schenken. Ein reines Herz wird mir das ewige Leben schenken. Vielleicht können wir in der kommenden Woche reflektieren. Gibt es was in meinem Leben, wo ich mich verbessern soll, was aus meinem Inneren kommt, was mich lähmt? Als Priester beten wir sehr oft, Herr, heile, was in meiner Seele krank ist. Und das ist es gerade, was wir vielleicht unseren Gott bitten können. Was in mir, in meinem Inneren krank oder nicht gut ist, das muss geheilt werden. Nicht, dass ich immer nur auf das Äußere schaue, sondern das Innere.
Eine gute Woche für Sie.